Liebe Zuschauer, es ist die Zeit der Rückblicke und Ausblicke, denn das Jahr 2020 war ein sehr bewegtes. Das haben wir an den Aktienmärkten gesehen, aber auch bei den Rohstoffen war einiges los. Und natürlich fragt man sich am Ende eines so ereignisreichen Jahres auch, wie könnte es im kommenden Jahr werden? Also Grund genug, mal einen Blick auf die Rohstoffe und ihre mögliche Entwicklung zu werfen. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern begrüße jetzt ganz herzlich mir übers Telefon zugeschaltet den Rohstoff- und Zertifikate-Experten Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Herr Blumroth, schön, dass Sie im Interview bei mir sind. Ja, schönen guten Tag, freue mich auch, Frau Krebe. Herr Blumroth, wir haben heute eine etwas ausführlichere Sendung, was natürlich daran liegt, dass jetzt eben die Zeit auch der Ausblicke ist. So war 2020 auch bei den Rohstoffen geprägt von Konjunktureinbrüchen, Corona-bedingt, dementsprechend auch Nachfragerückgängen etc. Ist jetzt hier für das kommende Jahr so generell Ihre Prognose, dass wir da so ein bisschen mehr Ruhe wieder reinkriegen oder geht es so turbulent weiter? Ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen, aber im Großen und Ganzen, dass sich jetzt die Bewegungen, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass sie sich weiter verstetigen könnten. Wir haben ja, wenn wir auf das alte Jahr mal kurz zurückblicken, nicht nur in den Aktienmärkten, Sie haben es ja schon erwähnt, sondern auch im März haben wir auf den Rohstoffmärkten einen kleinen Ausverkauf gesehen. War natürlich dann klar, das kam der erste Lockdown in den USA, in Europa, in Teilen Asiens, in Afrika, Südamerika, eigentlich überall. Die Anleger sind damals aus Liquiditätsgründen aus allen Assets, die sie noch liquidieren konnten, raus. Und das hat auch die Rohstoffe ordentlich nach unten gerissen. Jetzt sehen wir eigentlich seit Monaten eine recht starke Erholung. Und was das Erstaunliche daran ist, wenn man jetzt hier so den Lockdown, infizierten Zahlen und Ähnliches in Europa betrachtet, dass viele Rohstoffe jetzt tatsächlich auf zyklische Höchststände gestiegen sind. Jetzt fällt mal ganz spontan zum Beispiel Kupfer ein. Das ist jetzt erstmals seit März 2013. Wieder über die 8.000 Dollar pro Tonne Marke in London gestiegen an der Londoner Edelmetallbörse. Wir haben auch ein Eisenerz. Eisenerz ist ein Metall, das wird gebraucht, um damit Stahl herzustellen. Haben wir aufgrund der sehr starken Nachfrage aus China auch ein 7- bis 8-Jahres-Hoch gesehen an der Börse in Shanghai. Das erste Mal wieder über 150 Dollar pro Tonne. Wir haben auch zum Beispiel Silber, ist mehr als 40% eingestiegen jetzt seit Jahresbeginn, ist momentan 51% höher, als es um diese Zeit im Vorjahr gewesen ist. Platin an einem 4-Jahres-Hoch. Also wir haben erstaunlicherweise in diesem Jahr, was eigentlich sehr traurig ist, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, mit Rezessionen, Konjunkturrückgängen überall, doch eine ganze Menge typischer Höchststände gerade für Rohstoffe gesehen. Und da gibt es einen Grund dafür, bevor ich zu den Aussichten komme, und zwar, dass zum einen die Konjunkturerholung für 2021 eingepreist ist. Es wird, wie auch die Aktienanleger wohl vermuten, Nachholeffekte geben. Teilweise die Leute konnten ihr Geld, wie sie es ja nicht so ausgeben, wie sie es ausgeben wollten. Die Infrastrukturmaßnahmen, die vielleicht nötig gewesen wären in einigen Ländern, wurden jetzt auf ein Jahr nach hinten geschoben aufgrund der Lockdowns. Es gibt Fiskalpakete, die EU hat sich gerade darauf geeinigt, auf den neuen Haushalt und diesen Fonds, der jetzt die Pandemiefolgen beseitigen sollte. In den USA redet man gerade über ein Fiskalpaket. Das bedeutet, es wird weiter fleißig Geld zur Verfügung gestellt, was häufig in Infrastrukturmaßnahmen wandern wird. Und das natürlich dann ist etwas, was die Rohstoffe jetzt angefeuert hat, die Erwartung des Ganzen. Und auch im nächsten Jahr, die Staaten und Zentralbanken weltweit werden alles tun, damit die Pandemiefolgen gemildert werden können. Und das bedeutet expansive Geldpolitik, expansive Fiskalpolitik. Viel Geld davon wird in Infrastrukturmaßnahmen wandern. Und deswegen sind gerade diese Industriemetalle oder die Metalle, die industrieaffin sind, die ist ja sehr stark angestiegen. Und ich vermute, das wird auch im nächsten Jahr weiter der Fall sein. Also die Rallye ist noch nicht unbedingt beendet. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, es ist schon recht viel eingepreist. Also die Rallye sollte dann nicht mehr so dynamisch stattfinden wie in diesem Jahr. Also schon einiges eingepreist, aber trotzdem höre ich da noch einiges an Optimismus raus. Jetzt hatten wir über Rohstoffe im Allgemeinen gesprochen, auch die natürlich sehr in der Industrie eingesetzt werden. Aber jetzt schauen wir uns auch mal Gold genauer an. Gold hat ja meistens so einen Sonderstatus auch in der Wahrnehmung. Also man hat das Ganze sehr lange als eine Art sicherer Hafen wahrgenommen. Und wir haben ja in diesem Jahr auch gesehen, da gab es neue Rekordstände. Allerdings danach ging man da so wieder ein bisschen in so eine Seitwärtsbewegung. Also hat wieder ein bisschen abgegeben beim Gold und danach ist nicht mehr so richtig viel passiert. Könnte da im kommenden Jahr wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkommen? Ja, ein bisschen mehr Bewegung denke ich schon. Wobei ich denke allerdings auch, dass die Bewegung jetzt nicht so stark sein wird wie in diesem Jahr. Da haben wir ein Gold der ähnliche
eine Verkaufsorgie im März gesehen, als die Trader, als die Anleger, Investoren nach Liquidität suchten. Und wir haben dann, wie Sie es gerade erwähnt haben, dann auch das neue Allzeithoch bei 2075 Dollar die Unze gesehen Anfang August. Und seitdem, ja, geht es so ein bisschen mit einem Auge ein bisschen abwärts, ein bisschen seitwärts in den letzten Wochen. Hier ist der Grund dafür, das haben Sie jetzt auch schon richtig erwähnt, dass viele Marktteilnehmer den Gold als sicheren Hafen, als sogenannten sicheren Hafen erworben hatten. Sie haben ja auch sichere Häfen allgemein gefragt, Staatsanleihen, bestimmte Währungen und Gold waren halt in Vogue gewesen von den in den Monaten April bis zum Sommer. Jetzt ist es ja so, dass die ersten Impfstoffe mittlerweile genehmigt wurden oder im Genehmigungsprozess sind. Sie werden ja in einigen Ländern sogar schon verimpft, in Großbritannien, in den USA ab nächster Woche. Bedeutet, die Marktteilnehmer preisen eigentlich ein, dass die Corona-Pandemie nächstes Jahr im Sommer oder im Herbst hoffentlich ihre hässliche Fratze nicht mehr zeigen kann, dass also die Herdenimmunität durch die Impfung weltweit gegeben sein könnte. Und deswegen sichere Häfen wurden jetzt in den letzten Wochen etwas eher offeriert, auch gerade Gold. Und da waren es insbesondere die Großanleger in den USA, die dort in Börsen handelten, mit Gold hinterlegten ETFs oder ETCs unterwegs waren, die jetzt da Gold verkauft haben. Jetzt ist so, das Umfeld fürs Gold ist eigentlich weiterhin gut. Die Fed hat, die US-Notenbank hat gerade diese Woche gesagt, bis 2024 werden wir die Zinsen mit hoher Voraussicht nicht erhöhen. Wir werden weiterhin geldpolitisch unterstützend sein, falls es nötig ist. Wie eben schon kurz erwähnt, Fiskalpaket in den USA könnte bevorstehen. Das wiederum bedeutet, der Staat würde sich höher verschulden. Es würde mehr Geld unter die Leute gebracht werden. Das könnte die Inflation erhöhen. Wir haben also eine Mischung aus momentan sehr niedrigen Zinsen. Wir haben einen US-Dollar, der sich in den letzten Wochen auch deutlich abgeschwächt hat auf zyklische Tiefs. Wir haben hohe Inflationserwartungen bei einigen Investoren. Das bedeutet, das Umfeld für das Gold eigentlich im nächsten Jahr weiter sollte weiterhin gut sein. Vielleicht ein bisschen weniger volatil als in diesem Jahr, aber tendenziell sollte durchaus möglich sein, dass wir uns nochmal Richtung der alten Höchststände pirschen könnten. Also beim Gold trotzdem sehen Sie auch durchaus noch ein bisschen Glanz noch zusätzlich möglich. Schauen wir auch mal weiter aufs Öl. Da haben wir ja die ziemlich faszinierende Situation in diesem Jahr gesehen, dass wir zwischenzeitlich zumindest bei den Futures einen negativen Ölpreis hatten. Gut, danach hat sich das Ganze wieder ein ganzes Stück erholt. Wie sehen Sie da jetzt auch angesichts der Konjunkturaussichten die Aussichten beim Öl fürs kommende Jahr, wenn wir jetzt auch mal auf die beiden unterschiedlichen Ölsorten, also auf WTI, aber auch auf Brent schauen? Ja, ist eigentlich auch relativ gut, allerdings eher so moderat. Es ist natürlich jetzt so, auch in die Ölpreise wurde jetzt schon eingepreist, dass wir die Konjunkturerholung sehen werden im nächsten Jahr. Sie haben es erwähnt, hätte ich jetzt vor Beginn dieses Jahres für völlig unmöglich gehalten, dass die Ölpreise auch negativ handeln können, aber im April haben sie es tatsächlich gemacht, zumindest WTI. Jetzt sehen wir gerade zum Beispiel in China ist die Mobilität schon wieder auf dem Vorpandemieniveau, da ist überhaupt kein, das Corona kein Thema mehr, zumindest innerhalb Chinas. Die Flugbewegungen in China inländisch sind genauso hoch, wie sie jetzt vor Beginn des Jahres gewesen sind. Also in China oder in großen Teilen Asiens ist das Thema Corona kein großes mehr. Also da sind die Menschen auch wieder unterwegs mit Auto, mit Bahn, mit Flieger. In den USA hat man jetzt auch bei Thanksgiving gesehen, da sind auch schon wieder sehr starke Mobilitätsbewegungen, die man jetzt in den letzten Monaten nicht gesehen hat. Und das bedeutet natürlich, dass dann auch wieder mehr Öl gebraucht werden wird. Wir in Europa sind jetzt momentan leider durch die Pandemie wieder etwas mau dabei. Aber nichtsdestotrotz sieht es so aus, dass wir mittelfristig auch für den Ölpreis noch ein bisschen was drin. Ich würde dabei jetzt eher moderate Kursgewinne überhaupt, wenn überhaupt, für möglich halten, weil zum einen ja auch schon viel eingepreist ist, diese Impfsituation, die sich jetzt verbessert hat. Und zum Zweiten ist die OPEC Plus immer noch dabei. Das sind die OPEC Plus Länder, die momentan die Produktion ein bisschen in Zaum zu halten. Die könnten mehr produzieren, wenn sie denn wollten. Und sie werden im nächsten Jahr anfangen, dann wieder diese Produktionskürzung zurückzunehmen, also mehr Öl zu produzieren, als sie es in diesem Jahr seit März gemacht haben. Und das bedeutet, Öl könnte oder dürfte durchaus auch weiter steigen, allerdings eher so leicht bis moderat, so recht hohe Kurssprünge sind da nicht zu erwarten. Also moderat wäre noch was möglich, das habe ich jetzt schon mitgenommen aus Ihrer Antwort. Wenn wir jetzt quasi ein Fazit aus unserer gesamten Sendung ziehen würden, beziehungsweise Sie möchten mir bitte natürlich dieses Fazit ziehen, was würden Sie jetzt gerade Anlegern ans Herz legen? Wo kann man genau hingucken? Auch natürlich im Produktbereich, wenn man jetzt Ihre Meinung für die Rohstoffe, die sich ja durchaus doch optimistisch anhört fürs kommende Jahr, wenn man die mal zugrunde legt. Wo kann man da hinschauen, wo lohnt der Blick?
Ja, genau. Also das können wir, also Fazit können Sie bestimmt genauso gut wie ich, aber ich versuche es mal gerade, also Rohstoffe meiner Ansicht nach bleiben die spannend. Auch im nächsten Jahr sollte Rohstoffe etwas sein, was auch für Anleger sehr interessant sein könnte, die jetzt nicht nur in Aktien oder Ähnlichem tätig sein wollen. Rohstoffe sind allerdings vielleicht auch teilweise ein bisschen volatiler, oder sind nicht nur vielleicht, sondern sind volatiler, als es so ein Aktienindex meistens ist. Also man muss da schon immer so ein wachsames Auge auf die Bewegung werfen, Nachrichten auch verfolgen. Also persönlich würde ich jetzt ein Thema noch sehen für Rohstoffanleger im nächsten Jahr, die zum Beispiel jetzt Zertifikate kaufen wollen, die also die Bewegung 1:1 mitnehmen wollen, ohne großen Hebel, dass man sie vielleicht über eine Währungsabsicherung nachdenkt, weil wir haben dieses Jahr den US-Dollar deutlich abschwächen gesehen, ist auf 2,5 Jahrestiefs. Das nimmt dann natürlich auch einen Teil der Performance weg, wenn man jetzt in Rohstoffe über Zertifikate investiert. Also es gibt auch dann natürlich die Möglichkeit, sich die Währung abzusichern über sogenannte Quantozertifikate. Rohstoffe, da würde ich auch eher weiterhin Chancen in sogenannten zyklischen Metallen sehen, also Metallen, die jetzt von einem Konjunkturaufschwung insbesondere profitieren, also zum Beispiel Silber noch mehr als in Gold oder Kupfer mehr als in Öl. Aber auch hier eine kleine Warnung, es sollte jetzt schon, ist schon viel von der Erholung eingepreist. Also Anleger, die in Zertifikaten unterwegs sind, sollten vielleicht jetzt nicht die Riesenhebel benutzen, an den Tag bringen, falls man jetzt in so spekulativen Investments unterwegs sein möchte, sondern eher vielleicht in kleinen Hebeligen oder in Zertifikaten unterwegs sein. Vielleicht kann man im Laufe des Jahres gerade in den Ölmärkten auch wieder über Inliner nachdenken, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, der Ausblick ist vorsichtig optimistisch. Da sollten Anleger durchaus auch Rohstoffe ihrem Portfolio beimengen können. Also optimistischer Ausblick, ein paar Produktideen, natürlich auch dabei immer die Risiken sich vor Augen führen und im Auge behalten. Herr Blumroth, vielen herzlichen Dank für diesen Ausblick auf das kommende Jahr und Ihnen und Ihren Lieben schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf die Rohstoffe. Was könnte drin sein im kommenden Jahr und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus vielleicht auch für Anleger? Also wo könnte man einen Blick riskieren? Ich wünsche Ihnen schon mal, wie auch gerade an Herrn Blumroth schon adressiert, schöne Feiertage, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Wenn Sie mögen, sehen wir uns im kommenden Jahr wieder. Da halten wir Sie natürlich auch auf dem Laufenden. Bis dahin kommen Sie gut rüber in 2021. Tschüss.